Ja, Freunde, seit dem letzten Video habe ich sehr viele wertvolle Tipps bekommen. Vielen Dank dafür. Zum Beispiel hat mir jemand erzählt, dass diese Airbox eigentlich von der 900er ist und gar nicht zu diesem Motorrad gehört. Wusste ich natürlich nicht, weil sie war da drin. Die von der 1100er hat zwei Schnorchel, die hat ja nur einen Schnorchel. Und die 1100er hatte auch dieses System mit diesem zusätzlichen Ölauffangkanister, was die ja nicht hatten. Dieser Kanister saß normalerweise hier, wo dieser Werkzeugkasten ist. Das ist der 900er von der 900er Boldor, die Heckschale, die vordere Heckschale von der 900er Boldor. Das wusste ich allerdings. Thomas wollte hier ganz gerne den Werkzeugkasten haben. Und deshalb haben wir das jetzt so gelöst. Ja, diesen Kanister, diesen Auffangkanister haben wir jetzt sowieso nicht. Die 900er Airbox werde ich vielleicht ein bisschen modifizieren müssen, damit ein bisschen mehr Luft rein kann. Auch da habe ich wertvolle Tipps bekommen. Ja, es gibt noch viel zu tun. Warten wir es ab, hätte ich es beinahe gesagt. Ja, willkommen bei Sams Channel. Dann hat mir der Heinz von Café Racer Bike Design geschrieben, dass dieses kleine Schwänzchen, was ich hier abgezogen habe, dazu dient, Starterspray, Startpilot einzubringen, falls er mal nicht anspringt. Hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Ich habe dann spaßeshalber habe ich dazu geschrieben, vielleicht habe ich das in den Kommentaren sogar gelesen, ob Honda vielleicht sogar die Dose Starterspray dazu geliefert hat. Damals, als dieses Motorrad verkauft wurde. Das fand ich jedenfalls ziemlich lustig. Dann hat mir jemand geschrieben, dass diese Kabelisolierung, die ich hier benutzt habe, gar nicht für Außenbetrieb oder für Betrieb in möglichen Feuchträumen, sagen wir mal so, zugelassen oder gedacht ist, sondern nur für Innenräume von Autos gedacht ist. Und dass man das, wenn man das hier in Bereichen benutzt, wo es auch mal nass werden kann, nämlich am Motorrad, dass es dann schimmeln kann. Weiß ich nicht, wusste ich nicht. Inzwischen weiß ich aber eins, nämlich dass ich dieses Band ich hatte es echt vergessen, vom Thomas, dem dieses Motorrad gehört, für den ich dieses Motorrad baue, damals geschenkt bekommen habe, von vor so 1, 2 Jahren. Ich habe das nicht gewusst, dass er mir das gegeben hat, aber inzwischen hat er es mir gesagt, ja, das Band stammte doch von mir. Ich bin aus allen Wolken gefallen, muss ich ehrlich gestehen, weil ich habe so viel Zeug von diversen Leuten schon geschenkt bekommen, sodass ich schon gar nicht mehr weiß, was von wem man sehe, ist mir bitte nach. Aber Thomas wollte sich mal darum kümmern, ob man dieses Band wirklich nicht dafür benutzen kann oder darf oder sollte. Gegebenenfalls muss ich es halt wieder entfernen und ein anderes nehmen. Da ich ja gerade dabei bin, den Batteriekasten so ein bisschen zu bestücken und zu gucken, ob meine Kabel alle passen, habe ich also versucht, nicht den Gleichrichter, den Lichtmaschinenausgang zu verdrahten. Dabei habe ich festgestellt, dass das Kabel, wie ich es da unten erst verlegt hatte und wie ich es auch gezeigt habe, so natürlich falsch verlegt ist und so viel zu kurz wäre. Es muss also, wie man es hier schön sieht, muss also hier nach oben verlegt werden und geht oben entlang, geht also hier entlang und endet dann hier an dieser Stelle und hat ja hier seinen Platz. Man sieht das auch beim Zerlegungsvideo, dass das hier eingeklickst ist und genau hier hingehört. Das hatte dann zur Folge, dass ich die Halteöse, die ich unter dieser Schraube erst hatte, auf diese Schraube habe umziehen müssen, was ja kein Problem ist. Ja, und jetzt passt das hier von dieser Seite. Dann hat mir jemand gesagt, dass dieses Massekabel hier, welches ich hier angeschraubt habe, das war hier angeschraubt bei der Zerlegung, eigentlich da auch nicht hingehört, sondern es gehört an den Zündspulenhalter. Aha, okay. Und derjenige, der mir diesen Tipp gab, sagte auch, das Kabel kann oder sollte ein ganzes Stück in diese Richtung zurückgezogen werden. Was mir natürlich irgendwie auch vielleicht ein bisschen entgegenkommt, das sehe ich aber erst später. Aber guter Hinweis, wenn dem so wäre, dass das hier richtig ist, wäre das schon falsch zusammengebaut gewesen. Aber das wäre nicht der einzige Punkt hier bei diesem Motorrad, sprich 900er Airbox. Ja, dann habe ich hier mal die Zündgebermodule wieder hingeschraubt. Die sind ja hier mit einer kleinen Schraube hier fest, einfach mit einem 10er Kopf M6 und gehen hier runter. Und hier sieht man die Rückseite von dem Stecker, den ich euch gerade gezeigt habe, von der Lichtmaschine. Und als nächstes werde ich mich damit beschäftigen, wie das hier alles so reinkommt und ob das mit meinem Schlauch dann irgendwie kompatibel ist. Das heißt, der Stecker für die Lichtmaschine kommt natürlich an den Regler. Und dafür gibt es also hier auch einen kleinen Kabelhaken, wie man schön sieht.
Das heißt, das schubse ich hier so durch und dann kommt der, schubse ich wahrscheinlich dahinter durch. Genau genommen weiß ich es noch gar nicht so genau. Ich versuche das jetzt einfach mal und dann kommt der Gleichrichter ja, wie man sich erinnern möge, an diese Stelle. Wenn ich jetzt nicht verkantet hätte, würde er vielleicht sogar passen. Wenn ich Zeichen verkantet habe, muss ich ihn mal entkanten. So. Also, das wäre dann im Prinzip so der Weg, den dies geht, wenn es der Weg des geringsten Widerstandes sein soll. Ja, das Kabel muss ich noch richtig in Position bringen. Und dafür gibt es dieses Blech, was ich auch gepulvert habe. Und wie das genau fest war, ich glaube so. Und dann kommen diese ganzen Stecker so irgendwie da so rein. Aber das muss ich mir im Video gerade nochmal ansehen. Und wenn ich das wieder rausgefunden habe, dann zeige ich euch das natürlich wieder. Und wenn dieser Teil des Kabelbaums an Ort und Stelle sitzt, dann weiß ich auch, ob ich den Kabelbaum insgesamt gesehen nach vorne noch ein bisschen durchziehen kann oder nach hinten ein bisschen durchziehen muss oder was auch immer damit passiert. Und was die Isolierung angeht, ja, das ist noch in Klärung, wie gesagt. Aber wie auch immer, tolle Community, danke für die Hinweise. Lauter wirklich kluge Leute. Und last but not least haben natürlich viele Leute gesehen, dass ich hier den grünen Pin auf die falsche Position reingedrückt habe. Das ist der Gegenstecker von dem Gleichrichter hier. Er kommt hier rein. Und man sieht es natürlich, wenn man das zusammensteckt, ganz klar, wie es sein muss. Aber ich habe das zugegebenermaßen, ich habe das beim Editieren des Videos, habe ich das auch schon gesehen. Oh, da hast du den Pin auf die falsche Position gesteckt. Aber ihr habt es gemerkt, mehrere von euch haben es gemerkt. Also ich bin beeindruckt, mindestens, vielleicht auch B2 oder B3-druckt. Dann war der Thomas gerade da und hat dieses Teil hier gebracht von Jump. Und das ist ein Ölthermometer. Man kennt sowas auch von meinen Motorrädern. Ich habe das auch dran zum Teil. Und ich gucke mal gerade, ob das zufällig passt. Das kommt mir sehr lang vor, aber das Ding ist auch sehr lang. Ja, also. Es hat offensichtlich so ziemlich exakt die gleiche Länge. Ich schraube es mal rein. Ja, ist eigentlich ganz hübsch. Bei denen von RR, die ich so kenne, kann man jetzt die Skala ein bisschen drehen, sodass die besser sichtbar ist. Ich kann das mal gerade zeigen, wie das bei meinem Motorrad ist. Da kann man das also hier drehen. So. Man kann sich das dann so hindrehen, dass man es gut sehen kann. Ob das hier auch so ist. Oh ja. Das macht was. Ja, es geht auch. Es ging zwar schwierig, aber es geht auch. Vielleicht sogar ohne Lappen, wenn es mal sein Grip gelöst hat, dann lässt sich es ganz gut einstellen. Okay, das ist schon mal fein. Jetzt drehe ich es nochmal komplett raus. Weil man muss ja noch den Ölstandmarker übertragen, logischerweise. Ja, von der Länge her offensichtlich ziemlich perfekt. Der Min-Strich, der wäre mir jetzt nicht so wichtig, den würde ich jetzt ignorieren, aber den Max-Strich würde ich schon versuchen, so zu übertragen vielleicht so. Der Min ist da unten, aber das ist jetzt erstmal egal. Ja, es fällt nicht leicht, etwas, was eigentlich schön aussieht, absichtlich zu verkratzen. Aber manchmal muss man einfach über seinen langen Schatten springen. So, und ich glaube, jetzt kann er erstmal bleiben für einen Moment. Ich glaube, so kann man es auch ganz gut ablesen. Diese beiden Halter sind einfach mit den Gewindestutzen des Gleichrichters zu verschrauben. Einmal hier und einmal hier. Wobei hier das Anlasserrelais drin steckt. Da will ich aber ein anderes benutzen. Das muss ich noch holen, muss ich noch suchen. Und hier steckte das Blinkrelais drin.
Zumindest, ja. Ist ein bisschen groß, aber steckt hier trotzdem drin. Und letztendlich, wenn dieser ganze Kabelsalat hier nicht im Weg hinge, könnte man es ganz schön sehen, dass das also hier angeschraubt wird. Und hier ist mein Schlauch noch im Weg. Aber ich mache es erstmal eins. Ich stecke es erstmal diesen Stecker hier hinten von der Lichtmaschinen-Ausgangsstecker mit dem Regler-Eingangsstecker zusammen. Das ist das, was ich gerade von der anderen Seite zeigte. Ich bringe also dieses Ding hier nach Hause, jetzt wieder zu sehen von der rechten Seite. Mal gucken, ob es gelingt, es in diesem Zustand zusammenzustecken und einzurasten. Oder ich raste das hier nochmal aus, vielleicht einfacher. Langsam beginnen Dinge, sich selbst im Weg zu stehen und man schraubt das eine oder andere wieder ab, was man vorher gemacht hat. Aber das kann passieren. Ja, jetzt hat er eingerastet. Genau. Wenn man mit der halben Hand dahinter kommt wieder, dann ist es kein Problem. Ja, ich lasse es erstmal noch in dem Zustand. Das mache ich erstmal nur ganz locker rein. So. Ich denke, das darf bleiben. Irgendwann müssen die Dinge ja mal bleiben dürfen. So. Genau. Ja, der Schlauch. Hier steckt eine Schraube drin. Eine einfache, in Anführungsstrichen, Blechtreibschraube, die eigentlich keinen Zweck hat. Die hätte vielleicht den Zweck, die beiden Hälften zusammenzuhalten, wenn die beiden Hälften nicht sowieso zusammengeschweißt wären. Deshalb braucht man die an dieser Stelle eigentlich nicht. Stattdessen schraube ich hier so ein übrig gebliebenes, keine Ahnung, wo es her ist, Teil mal da rein. Keine Ahnung, was das mal war, aber ich werfe alles auf den Boden. Ich wollte eigentlich sagen, ich werfe alles in irgendeine Schrottkiste und vielleicht kann man es ja mal brauchen. Vielleicht ist ja gerade mal wieder genauso ein Moment. Ich weiß, es ist ziemlich blöd, in ein Stückchen Plastik jetzt ein M6er Gewinde zu schneiden, aber es geht ja nur darum, so einen kleinen Schlauchhalter zu halten. Vielleicht bekomme ich das ja mit gemeinen Methoden einfach ein paar Gewindegänge rein. Es muss ja nur einen dummen Schlauch halten. Ein Tropfen Schraubensicherung drauf. Auch wenn das in Plastik möglicherweise Blödsinn ist. Und jetzt gucke ich mal. Ihr habt nichts gesehen, ich auch nicht. Egal. Das ist eh wieder mal ziemlicher Quatsch, was ich hier gerade treibe. Jetzt ist es drin, glaube ich. So, was müsstest du nur wieder rauskommen? So. Dann muss ich hier das M6er Gewinde, was hier drin ist, nochmal nachschneiden. So, jetzt kann ich hier irgendeine M6er Schraube mit irgendeinem Kabelhalter Schnöselchen reinschrauben. Ich habe jetzt also ein CBF1000 Bremssystem Kabelhalter so modifiziert, dass ich den da anschrauben konnte an dieser Stelle. Da wird die Airbox natürlich nicht bleiben. Aber das Schöne ist, wenn ich mich nicht irre, aber meistens tue ich das ja, kann man also das Ganze einbauen, während dieser Halter montiert ist. Genau, und dann sitzt das dann ungefähr so. Ja, und wenn dann irgendwann der Kabelsalat aufgeräumt ist, was ich als nächstes tun möchte, dann kann man es ein bisschen besser sehen. Ich musste erstmal den Schlauch aufräumen können, damit ich die vorhin gezeigten Halter anbringen kann. Und das ist jetzt soweit passiert. Also das Aufräumen meine ich. Jetzt passt also hier der Relaishalter dran. Mach das gerade mal temporär, rudimentär fest. Das Relais muss ich noch suchen. Ja, da wollte ich ein anderes benutzen. Jetzt erzähle ich alle 5 Minuten, ich weiß. Und das kommt so hin. So hin. Ja, diesen Gummi werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen. In diesen Gummi passt sowieso kein Blinkrelais mehr rein. Das Blinkrelais, was wir jetzt benutzen werden, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht rund sein, weil runde Blinkrelais gibt es ja heutzutage gar nicht. Deshalb
mache ich das gleich weg und das Blinkrelais, das bringe ich schon irgendwo unter dann. Wenn ich es dann irgendwann bekomme. Ich habe kein lastunabhängiges Blinkrelais gerade mehr da, glaube ich. Wenn man die Kabel wegtut, sieht es ganz sauber aus, oder? Die Batterie muss aber auch noch mal kurz raus, weil ich will noch die Insektenbadewanne anschrauben. Thomas will seine Insektenbadewanne unbedingt haben. Okay. Das ist natürlich in Wirklichkeit keine Insektenbadewanne. Dieser Ausdruck ist nur meiner letzterhaften Fantasie entsprungen. Ich nehme so schöne schwarz lackierte Kreuzschlitzschrauben dafür. Ich weiß nicht, ob die da hingehören, aber da sie schön schwarz lackierte Köpfe haben, kann sein, dass ich das gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Oder der Thomas hat das wahrscheinlich gemacht, ja. Der hat ja den ganzen Batteriekasten lackiert. Das hier ist nämlich eigentlich der Werkzeughalter. Wenn die Batterie, wenn der Batteriedeckel zu ist, dann hat man hier zwei Klammern. Da kann man hier das Werkzeug reinstecken. Das steckt dann hier so davor und kann das hier mit dem Gummiband festmachen. Gummibänder. Das Gummiband dafür haben wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Aber ich habe noch irgendwelche Gummibänder von der CBF-1000. Mal gucken, ob ich da eins finde, was da passt. So, bei der CBF-1000 gab es nämlich immer so Bänder, um das Motorsteuergerät festzuhalten. Dafür müsste ich noch ein paar haben, wenn ich nur wüsste, wo. Ja, das Blinkrelais-Anschluss. Der Blinkrelais-Anschluss hat eigentlich einen ganz schönen Stecker, aber irgendjemand hat das dann extendiert für dieses andere silberne Tännchen. Oh, schade, abgeschnitten alles. Naja. Abgeschnitten und so Dinger draufgeklemmt. Na gut, warten wir mal ab, was das andere Blinkrelais für Anschlüsse hat. Dumm rumhängen, du tust. So, jetzt gucken wir, was wir da alles haben. Ich glaube, der hier kommt da rein, oder? Passt das da durch? Ja. Geht schon. Dann die zwei Zündgeräte. Welches wo steckt, ist egal. Die sind identisch. Es muss nur an jedem Gegenstecker ein Zündgerät stecken. Also alles andere ist egal. So. Und dann kam hier unten, glaube ich, das ist das Ding vom... Wo passt das? Na, um die Kurve, Alter. Das ist, kommt vom Zündgeber, also vom Pulsgeber da. Naja, okay. Das ist der Plusanschluss, der kommt zum Relais, was dann irgendwann wieder da drin steckt. Das sollte ich als nächstes wahrscheinlich mal suchen. Und dann gibt es noch so ein ganz kleines Kabelschwänzchen auch von dem Plusanschluss zur Batterie. Wieder so eins wie von der anderen Seite beim Minusanschluss. Aber das war, glaube ich, noch in Ordnung. Aber ich weiß nicht mehr, wo es ist. Aber das sage ich ja auch bei fast jedem zweiten Satz, dass ich nicht mehr weiß, wo es ist. Aber ich werde es schon finden. Ich habe mal so einen Tausenderbeutel Verkleidungsnieten-Schüttgut bei eBay gekauft. Das ist nur der unsortierte Anteil davon. Also der kleinste Anteil. Hier habe ich mal eine Anzahl rausgesucht mit ziemlich kleinem Kopf und ziemlich großem Steckkörper. Das sollten alle gleich sein. Das sind 8 Stück geworden. Diesen Verkleidungsnieten-Kaufrausch bin ich mal erlegen, nachdem eine Fireblade hier war, wo gar nichts mehr von der Verkleidung zusammengepasst hat. Ihr erinnert euch oder auch nicht und wenn nicht, habt ihr was verpasst. Ja, der Sinn, dass ich das rausgesucht habe, ist jetzt der, dass mir ein Zuschauer sagte, dass bei dem 1100er Motor dieser kleine Lufteinlass etwas zu gering ist, dass der Motor dann zu fett laufen würde. Das heißt, man muss zusätzliche Löcher anbringen, natürlich auf der Seite, wo der Luftfilter, wo die ungefilterte Luft kommt, das heißt, in diesem Bereich muss ja die gefilterte Luft raus, der Luftfilter steckt ja hier drin. Das heißt, in diesem Bereich, wo auch der Schnorchel letztendlich die Luft hineinleitet, in diesem Bereich muss man jetzt noch einige Löcher einbauen. Und das möchte ich jetzt tun. Und zwar möglicherweise hier so und hier so. Hoch, also hier so und hier so, vielleicht auch hier so.
Und da ich nicht weiß, wie viele und wie viel Luft das Ding noch braucht, und da ich auch nicht weiß, da ich auch nicht will, dass es zu viel kriegt, möchte ich die Möglichkeit haben, das irgendwie einstellbar zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt 8 Löcher bohre, vielleicht hier 3 und hier 3, vielleicht noch hier 2, dann sind das 8 Löcher. Dann kann man die im Zweifelsfalle, wenn man merkt, es sind zu viel, einfach die Stöpsel rein. Und dann sind sie wieder zu. Ich bohre mal ein 8 mm Loch in ein Stück Junkplastik. Thermoplast. Wollte nur mal gucken, wie sich das steckt und wie sich es wieder rauszieht. Ah ja, das ist perfekt. Genau so wollte ich das haben. Das heißt, man kann das auf die Art und Weise wieder gut zustopfen. Oh, was mache ich hier wieder? Ja, er frisst schon mal einen Lappen, da kennt er auch keine Gnade. Ja, die 4 lasse ich jetzt mal auf, weil ich denke, das könnte vielleicht passen. Aber ich mache es so, ich lasse die 3 auf, mache hier 2 Stöpsel rein. Egal. Ich gehe mal so ins Rennen. Wahrscheinlich wird es eine Abstimmungssache dann werden. Von innen sieht das dann so aus. Ich bin sowieso gespannt, ob das klappt. Die Airbox hat nämlich nur einen sehr geringen Weg und schlägt dann schon am Luftfilterkasten an. Wer weiß, ob ich die Vergaser da überhaupt noch dazwischen bekomme. Es liegt bestimmt nicht an meiner Schlauchkonstruktion, weil es schlägt eindeutig an der Airbox an. Habt ihr ja gerade gesehen. Kann natürlich auch daran liegen, dass es die falsche Airbox ist für dieses Motorrad eigentlich. Aber wenn der Vergaser nicht mehr dazwischen passt, baue ich halt eine Einspritzanlage ein. Höhö. So, ich habe das Pluskabelschwänzchen zwischen Batterie und Anlasserrelais gefunden. Ich mache es mal sauber. Ja, die Kontakte sind gut, das ist nicht das Problem. Das Problem sind eher die Plastikhauben, die sind zum Teil angefressen. Hier sind sie extrem starr und steif. Wenn ich die jetzt abhoble, um mir das Kabel anzugucken, was ich eigentlich tun müsste, sind sie kaputt und die kriege ich garantiert nicht mehr drauf in den Zuständen, wie sie sind. Das heißt, entweder ich nehme das Kabel so, ohne zu wissen, wie es da drin jetzt wirklich aussieht, oder ich hobel die Dinger jetzt ab und habe das Kabel dann mehr oder weniger nackt. Bin mir noch nicht so ganz schlüssig, was man also hier sieht, wenn man hier reinguckt. Das macht eigentlich keinen gar zu schlechten Eindruck. Deshalb glaube ich eigentlich daran, dass das ganz gut ist und dass man die Isolierung vielleicht besser dran lässt. In diesem Zustand erstmal testet. Wenn ich merke, dass der Anlasser damit überhaupt nicht will, dann weiß ich Bescheid. Das muss ich halt einfach im Hinterkopf behalten. Das ist das Anlasserrelais, was drin war in dem Motorrad. Sieht ziemlich übel aus, ist korrodiert bis in die tiefsten Tiefen, wie man sieht. Man kriegt das wahrscheinlich wieder hin, aber ich will es ja eh nicht mehr benutzen, sondern ich will dieses benutzen. Das ist ein CBF 1000 Anlasserrelais. Das ist, ja, ich dachte, ich hätte mehrere davon, aber ich habe nur noch ein einziges und das habe ich die ganze Zeit als mein Anlasserrelais zu meiner Anlasserspielbatterie benutzt, aber jetzt habe ich es da halt abgemacht und benutze das hier für dieses Motorrad. Da müssen wir keins kaufen. Für meine Anlasserspielbatterie werde ich dann irgendwann das hier aufbereiten. Da ist es ja egal. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Das hat, ja, hier habe ich einen Kabelbinder durchgezogen, habe, deshalb sieht es hier an dieser Stelle nicht so gut aus. Damit muss der Thomas dann halt leben. Aber es ist im Prinzip das gleiche System wie hier auch, sehen wir gleich. Mechanisch sieht es ja so aus, dass dieses Relais hier in diesem Töpfchen lebte. Und dieses Töpfchen entfällt also jetzt komplett. So. Das Anlasserrelais hat sein eigenes Töpfchen. So oder so, sinnvollerweise so, dass die Reservesicherung nach vorne zeigt. Und dann kann man das hier so reinstopfen. Stopf. Genau. Das passt also soweit. Allerdings hat man jetzt hier den Nachteil, dass die Kontakte nicht mehr nebeneinander sind, sondern hintereinander. Hier ist die Reservesicherung, hier oben ist die Hauptsicherung drin. Ja, das ist ja soweit bekannt, denke ich.
Hier auf dem Anlasserrelais gibt es auch eine Beschriftung. Hier steht B, wie man sieht. Und auf der anderen Seite, an dem anderen Kontakt, kann man von hier aus nicht mehr sehen. Das heißt, vielleicht kann man es doch noch sehen. Genau, hier hinten steht ein M. B heißt Battery, M heißt Motor. Damit ist der Anlassermotor gemeint, logischerweise. Und das darf man auch nicht verwechseln, weil ja, wie gesagt, das auch die Plus-Hauptverteilung ist, die über diese Hauptsicherung hier läuft. Das heißt, wenn man das verwechselt, hätte man quasi ja, nur Strom, wenn man Anlasser betätigt. Und dann würde sich selbst ins Knie schießen, weil dann hätte man nie Strom, weil man den Anlasser ja nur mit Strom betätigen kann. Gut, also dazu dieses B und M. Und ich muss also jetzt gucken, was natürlich ein bisschen blöd ist jetzt, dass der Batterieanschluss hier liegt und nicht der Motoranschluss hier liegt. Eigentlich wäre es mir lieber, wenn der Batterieanschluss hinten liegen würde, der Motoranschluss vorne. Das heißt, ich werde dieses Ding vielleicht sogar umdrehen, sinnvollerweise. Manchmal ist man richtig doof. Man kann natürlich das Relais selbst drehen in dem Gummiverhüterli. Ist doch klar, Mann. Aber es ist eigentlich nicht so gedacht, weil hier gibt es eine Aussparung, hier gibt es einen Absatz. Hallo Computer. Ja, hier gibt es einen Absatz und dieser Absatz ist halt nur auf dieser Seite, wie man sieht. Aber es passt trotzdem. Dann hält es ein bisschen fester. Ist ja auch kein Problem. So. Und dann ist die Sicherung wieder vorne. Dann ist der Anschluss B für Battery wieder hinten, aber dann kommt gleich das nächste Problem zum Tragen, dass dieses Schwänzchen ein bisschen anders beschaffen ist vom Auge her, vom Schraubauge her. Das passt hier nicht ganz rein, das heißt, ich muss das noch ein bisschen anpassen, aber das ist auch kein großes Problem. Hier werde ich es wahrscheinlich auch tun müssen. Hier passt es auch nicht, hier ist auch die Schrauböse, der Schraubkontakt ein bisschen zu groß. Na gut. Man sieht, von der Länge passt es, beziehungsweise ist anpassbar. Das andere Relais hing natürlich ein bisschen höher, weil es halt insgesamt größer war. Ja, das wäre dann hier die kleine Anpassung, die es zu tun gibt. Jetzt passt die Schraube da rein, ein bisschen abgeschliffen. Dieser Bügel, den man hier sieht, der fehlt hier auf dieser Seite, weil hier ist das B, Batterie Plus. Batterie Plus wird über diesen Bügel, der hier noch oben drauf geschraubt ist, man kann das hier ganz gut sehen, über diesen Bügel auf diese Sicherung gegeben. Und von der Sicherung geht es dann weiter auf entsprechend diesen Steckkontakt. Und damit ist die Hauptsicherung bzw. der Hauptkreis, der Hauptstromkreis für dieses Motorrad über diese Hauptsicherung abgesichert. So funktioniert das über diesen kleinen Bügel hier. Und so kommt das dann da drauf. Und was die Batterie angeht, ist es eigentlich so gedacht, man sieht das hier an der Form dieser Klemme und an der Form dieser Stützstreben an der Klemme. Man sieht, dass man das eigentlich so anbringen soll, aber das geht in dem Fall nicht mehr, sondern ich muss das auf den direkten Weg so anbringen, damit ich ein bisschen 1-2 cm sparen kann, nämlich diesen Weg hier sparen kann. Auf die Art und Weise geht es dann. Ja, so hat man dann möglicherweise den einen oder anderen Kompromiss zu machen, aber in diesem Falle kann ich euch versichern, die Auflagefläche ist immer noch groß genug für diesen Strom und dem ist es egal. So, dann stopfe ich die Batterie mal rein. Man muss sie jetzt so ein bisschen nach vorne neigen, damit man hier an dieser Strebe vorbeikommt mit dem angeschraubten Pluspol. Aber das ist kein Problem, geht sehr gut. Und dann kommt das hier raus, wenn es mag. So. Dann hat man es fast geschafft. Der Winkel stimmt noch nicht, aber im Prinzip kann man sich schon vorstellen. Man muss allerdings auf die rote Schutzkappe ein Stück weit verzichten und viel Platz zum Anschrauben hat man auch nicht. Aber dafür gibt es ja zum Schluss richtige Imbusschlüssel. Damit kann man das dann auf jeden Fall noch anziehen. Aber das ist erstmal nur so. Zum Testen. Und hier käme dann wahrscheinlich so oder direkt so. Ja, so ist, glaube ich, ganz gut. Der Anschluss zum Anlasser hin. Allerdings muss ich jetzt mal gucken, ob ich den nach vorne raus mache oder ob ich den wirklich in diese Richtung raus mache, weil hier müssen ja noch die ganzen Gegenstecker dran. Es kann also sein, dass ich auf dieser Seite hier ein bisschen zu wenig Platz habe. Das muss ich jetzt alles ausprobieren, weil wenn ich das tatsächlich so mache, komme ich hier mit meinen Steckern vielleicht nicht mehr hin. Also vielleicht doch so. Okay, sehen wir gleich, kein Problem.
Vorher will ich aber dem neuen Blinkrelais noch eine Heimat geben. Ich weiß nicht, wo der Thomas es her hat. Habe ich jetzt im Briefkasten gefunden, hat er mir gestern gebracht. Ich war leider nicht da. Und es ist auch ein zweipoliges, wie man sehen kann. Das sind die meisten ja. Wir haben hier ein rotes und ein schwarzes Anschlusskabel. Das rote Anschlusskabel kommt sinnvollerweise an Plus. Das schwarze natürlich nicht an Minus, sondern über die Lampen oder über die LED-Blinker an Minus. Das heißt, das Minus wird über die Lampen gezogen. Deshalb ist es auch nur zweipolig. Aber das war das vorhergehende auch, obwohl drei Pole vorhanden sind. Das lebte ja mit diesem Stecker zusammen und es könnte sogar sein, dass das Original wieder auf diesen Stecker passt. Und das tut es auch. Sieht zwar furchtbar aus für einen Moment, aber es ist egal. Die Masse, die hier kommt, fällt weg. Die ist auch hier gar nicht rein verdrahtet, wie man sieht. Das heißt, ich kann das einfach da reinstecken, was ich jetzt getan habe. Und ich muss einfach nur diese beiden Leitungen wieder hier dran anschließen, beziehungsweise das hier neu reinkrempeln. Das werde ich jetzt tun, so, und das alles ein bisschen sauber machen. Und dann kann dieses Relais 1:1 sauber reingesteckt seinen Kontakt finden. Was hier natürlich noch ziemlich blöd aussieht, ist, weil dieses ganze Isolierband da drum war. Das mache ich noch ein bisschen sauber. Beziehungsweise ich nehme einfach einen komplett neuen Stecker und verkrimpe das wieder neu. Und wie das geht, habe ich euch ja schon gezeigt. Deshalb mache ich das jetzt alleine. Das ist der Schrott, der jetzt wegkommt. Dass der Kabelbaum und ich keine Freunde werden, habe ich befürchtet. So, jetzt ist es fertig. Jetzt kann es das neue Blinkrelais akzeptieren. Die grüne Leitung geht ins Leere. Das ist ja so geplant. Zack. Jetzt muss es nur noch eine Heimat finden und dann kann ich, wenn ich das weiß, wo die ist, kann ich das vielleicht noch ein bisschen umwickeln. Ja, aber jetzt ist im Prinzip alles da, was in dieses Eck muss. War schon mal gut. Ja, und das hier kommt ja hier drauf. So. Eigentlich kann das fast nicht sein, weil die dicken Leitungen müssen bestimmt in diese Richtung. Genau. Die dicken Leitungen müssen zur Sicherung. Jetzt war ich für einen Moment irritiert, aber es ist tatsächlich so, dass die Sicherung, der Sicherungskreis, der gesicherte Kreis hier nach außen kommt und da kommen auch die dicken Leitungen hin. Das heißt, dieser Rasthaken, der leider kein Gegenstück mehr hat, so ist es dann halt. Das kommt also so rein und die Ansteuerleitungen kommen hier auf diese Seite, wo dieser Strich ist. Das habe ich nämlich damals markiert, genau. Ja, das ist jetzt halt so. Und um diesen Stecker vom Fluchtgedanken abzuhalten, muss man halt was anderes tun, aber das überlege ich mir zu gegebenem Zeitpunkt. Wenn alles an Ort und Stelle ist, gucke ich, wofür ich wo Platz habe. Das Blinkrelais könnte da leben, wo das andere auch war, entweder so hervorragend oder hereinragend. Geht beides. Ist für beides genug Platz. Das ist gut. Ich lasse das mal gerade so. Dann kommt hier die ganzen Gegenstecker her. Ah. Das ist Zündgerät 1, Zündgerät 2. Die Zündgeräte sind identisch, also egal, welches an welchen Stecker kommt. Im Kabelbaum geht es nicht anders, weil der halt so geflochten ist, aber die Zündgeräte sind identisch, wie gesagt, und hier kommt der dicke Stecker hier hin und hier kommt der Stecker vom Pickup hin. Uah, Alter. Vom Pickup im Motor. So. Oh, jetzt sitzt das hier. So kommt das zu liegen, gar nicht mal schlecht. Ja, gut. Mache ich das Gummiband mal gerade ab. Dann hat das Kabel quasi seinen zwangsläufigen Weg. Und dann kann dieses Ding nach vorne raus, dieser Anschluss. Weil nach hinten würde er vielleicht auch noch passen. Ups, Turnaround. Ja, würde auch noch passen.
Aber ich mache ihn mal nach vorne raus. So. Das passt auf jeden Fall auch, weil dieses Kabel ist ja auch noch da. Das ragt ja auch noch raus. Also ich denke nicht, dass der Deckel hier so dicht dran ist, dass es da zum Problem führt. Wir üben noch, alles kein Problem. Komm her. So, dann hat das nämlich hier so einen Haken, weil viele Dinge haben einen Haken, das hier auch. War der, ich sagte, dem Motorrad hat ja sowieso fast alles einen Haken. Nee, so schlimm ist es beim besten Willen nicht, das ist alles gut. Schönes Motorrad. So, hier muss ich kurz die Pfeile ansetzen und ein paar Späne machen, aber sie fliegen nicht weit. Ich muss mir unbedingt angewöhnen, Pfeilen nur in Schubrichtung zu verwenden. Ich war da so nachlässig in der Vergangenheit. Die eine ist völlig stumpf schon, weil ich die auch in Zugrichtung benutzt habe. Und das ist eigentlich nicht gut. Die gute Nicholson habe ich sie fast ruiniert, aber für Alu geht's noch. Fast uriniert, höhö. So, das ist gut. Hier kommt man sogar mal mit einem normalen Schlüssel dran, das ist auch mal was wert. Wenn man ihn nicht fallen lässt. Zwar jetzt erstmal ohne jeglichen Schutz und Abdeckung, aber zur Not, zur allerhöchsten Not, tut es ja so ein bisschen Batteriepolspray. Aber vielleicht finde ich auch noch was. Den Flasher setze ich, glaube ich, hier so hin. Da kann ich durch das Loch einen Kabelbinder ziehen. Schöne Tüte geformt. So, ist noch ein bisschen beweglich, aber es kann nicht mehr weg. Ja, jetzt wäre alles angeschlossen. Hier hat die Sache noch einen Haken. So, da kann man noch das Anlasserkabel so ein bisschen einhaken und das Kabel vom Pickup. Das dekompensiert sich hier wieder. Nicht schön, aber ich wollte den ganzen Baum jetzt nicht neu wickeln. Da hatte ich keine Lust zu. Diese ganzen kleinen Ästchen, das macht jetzt eh keinen Spaß. Ich mache mal einen Kabelbinder drum, damit es sich nicht noch weiter aufwickelt. Das kommt so um den Werkzeugkasten drumherum. Ich hoffe, ich kriege die Tür noch zu. Wenn nicht, überlege ich mir was. Aber ich spendiere ich erstmal einen Kabelbinder noch. Kotzt ja nix. So. Ah, nach oben geht es auf. I. Wer war denn da drin? Cool. Hier hinten, denkt man jetzt, hat man relativ viel Platz. Die Airbox, die stößt jetzt da dagegen. Und oben bin ich gerade im Fangbereich von dem Gewinde. Ganz oben, wo ich euch vorhin gezeigt habe. Gerade so im Fangbereich vom Gewinde. Das heißt, ich kann die Schraube zwar reinschrauben, aber ob ich so noch die Vergaser dazwischen kriege, weiß ich nicht. Gut, aber ist es erstmal egal. Mir ging es erstmal darum, dass ich hier die Verkabelung fertig habe, dass ich weiß, welche Kabellängen wohin genau gehen, und das weiß ich jetzt. Ich habe das neue Anlasserrelais und den neuen Flasher am Start, und jetzt kann ich den Rest des Kabelbaums verlegen und gucken, wie weit ich den auch zurückziehen kann, damit ich vorne aus der Lampe ein bisschen rauskomme. Hier ist die Diode, die kommt hier zu liegen. Falls man die mal austauschen müsste, was normalerweise nicht der Fall ist, kommt man hier also gut dran, das ist ganz gut. Ich fixiere jetzt den Kabelbaum mal überall am Rahmen und verlege den ganz grob und gucke, wo ich dann vorne hinkomme. Hinten ist ja eh kein Problem, da habe ich nur noch diesen Stecker, der muss dann irgendwann hier durchgefädelt werden zwischen den beiden Schutzblechen, und dann ist das auch fertig.
Das ist ja nur noch das Rücklicht und die Rücklichtblinker. Die Rückblinker, nicht Rücklichtblinker. Mein Schlauch passt auch, der kriegt ja noch irgendwann eine Schelle. Hier kann man noch den einen oder anderen Stöpsel ziehen, ist zwar ein bisschen fummelig. Und hier oben könnte man noch den einen oder anderen Stöpsel ziehen. Das extra so gemacht, dass man von außen noch drankommt. Aber ich muss feststellen, an der Kabelführung ändert sich eigentlich nichts. Ich habe das jetzt schon so gehabt, wie es eigentlich sein muss. Ich habe das hier mal temporär festgemacht mit einem Kabelbinder, hier drüben festgemacht und hier unten geht es also einfach nur durchs Kreuz. Also so, wie man vielleicht sehen kann, es gibt da auch nicht viel Alternativen. Von oben sieht das dann so aus, mal betrachtet von der linken Seite in Richtung, nein, von der rechten Seite in Richtung links und von der linken Seite in Richtung rechts und dann geht es dann hier in diesen kleinen Halter hinein. Der Zündspulenanschluss kommt dann nun mal hier zu liegen. Daran lässt sich nichts ändern, aber da ist ja auch die Zündspule. Und das Massekabel, da hat der Zuschauer recht, das war hier angeklemmt, das kann man aber eigentlich besser, hier ist es zu eng, aber kann man eigentlich besser hier anklemmen, das gefällt mir besser, da ist es nicht so gedehnt, hier ist es vielleicht im Sichtbereich, ich weiß nicht, wie weit der Tank hier geht, aber das Massekabel mache ich hier fest. Genau. Und damit sich schon mal dran gewöhnt, nehme ich mal irgendeine Schraube und drehe die da mal rein, damit es fest ist. Irgendwann später in absoluter relativer Kürze, denke ich mal, wird dann auch die Zündspulenhalter da dran kommen. Ja, und hier ist dann der Knickpunkt. Das ist relativ wenig Bewegung an der Stelle. Das knickt halt einfach nur. Ja, und hier kommt das alles in die Lampe rein, was im Prinzip auch nicht schlecht ist und auch so muss. Allerdings müsste ich es hier hinten in die Halter verteilen. Das heißt, ich muss eigentlich am Lampeneingang die Kabel schon weitgehend aufzweigen können und ich bin viel zu weit gewickelt. Ich bin ungefähr mindestens 5, 6 cm zu weit gewickelt. Das heißt, ich muss jetzt hier diesen ganzen Bereich, den man hier sieht, ab Lampengehäuse quasi, muss ich wieder aufdröseln, damit ich die Kabel an der Stelle wieder einzeln kriege. Na gut, aber wenn man bedenkt, dass es vorher bis hierhin total aufgefaselt war, ist es dann schon eine Verbesserung, wollte ich sagen. Dann mache ich mal wieder kaputt, was ich alles so mühsam geschaffen habe. Ihr seht nichts, da kann ich auch Musik anmachen. Das ist falsch rum und war nur ein Versuch. Um die Lampe zu verdrahten, brauche ich die ganzen Gegenstecker, also die Schaltereinheiten. Hier müssen aber auch erstmal die ganzen Kontakte und Steckergehäuse gereinigt werden. Das ist jetzt zum Beispiel der Scheinwerferstecker. Alles nicht mehr so gut nach so vielen Jahren. Das Gehäuse ist brüchig, die Kontakte sind schlecht, das Kabel zu lang. Die Kabel sind zum Teil auch deshalb so furchtbar lang, dass man den Scheinwerfer rausnehmen und fast nebenhin legen kann, weil man die ab und zu mal eine Glühbirne wechseln muss. Aber bei unserem LED-Scheinwerfer müssen wir keine Glühbirne wechseln. Plug and Play mag zwar ganz nett sein für normale Menschen, aber ist für mich eher irrelevant. Unter dem Isolierband, was mir sowieso schon merkwürdig vorkam, hat einer schon schwer gebastelt. Hier ist ein weißes Kabel auf ein gelbes gekrimmt und hier ist noch eins, was unten abging. Das wurde aber abgezwickt. Oh Gott. Bin ich ja mal ganz froh, dass ich es aufgemacht habe, glaube ich. Hier ist auch noch so ein Knödel eingewickelt. Ich werde den Teufel tun, diesen ganzen Blödsinn in meinem knappen Platz im Scheinwerfergehäuse unterzubringen. Gespannt, was da wieder rauskommt. Hier oben war eine der braunen Leitungen auch kurz vorm Brechen. Zum Glück sind es ja zwei. Das habe ich gerade erst gesehen, als ich hier am Entwickeln war. Ich meine, ich kann das ja einfach wegschmeißen, was ich jetzt da vorfinde, aber es interessiert mich halt einfach mal, ob da irgendjemand mal irgendwas sich bei gedacht hat. Meistens sind die anderen Menschen auch nicht gerade auf den Kopf gefallen. Und vielleicht komme ich ja bei der einen oder anderen Idee auf die Idee zu sagen, hey, das war eine richtig gute Idee, das mache ich auch so. Aber ich glaube es eher nicht. Ja, das kommt ein grünes Kabel. Das wird zu einem braunen Kabel. Dann kommt noch ein grünes Kabel, das wird hier auch zu einem braunen Kabel. Hier. Kann man auch grün lassen, weil grün ist bei Honda die Masse. Und hier kommen zwei
relativ gleiche Kabel. Das, hier sind die beiden blauen zusammengestöpselt auf das eine. Und hier noch das andere. Also, das richtig viel Sinn macht das wirklich nicht. Zeit, wo mal einer verlängert wird, Zeit mal wieder zu verkürzen. Wenn man wenigstens nicht ständig an seinem Werkzeug kleben bleiben würde mit diesen Fingern. Das ist Blinker rechts und Blinker links. Diese Farben hat Honda schon immer benutzt für Blinker rechts und Blinker links. Aber diese Stecker werde ich bestimmt nicht wieder benutzen. Deshalb weg damit. Das hier kommt an den Hauptkabelbaum. Das soll es weiterhin tun. Und das geht an die Hupe. Und da habe ich auch den passenden Gegenstecker. Das heißt, das kann bleiben. Und das ist der Schweinwerfer Blinker Beleuchtungszeremon. Das muss ich noch irgendwie neu definieren, wie es aussieht. Hier habe ich jetzt wenigstens wieder die Honda Originalfarben, nämlich grün für Masse, blau für, weiß nicht, ob es Fern- oder Abblendlicht ist, muss ich gerade mal gucken. Blau ist Fernlicht und weiß ist Abblendlicht, wenn ich das im Schaltplan gerade richtig gesehen habe. Warum hier zwei dieser Leitungen da sind? Ja, warum zwei blaue Kabel? Es ist also richtig so, das blaue Kabel kommt vom Hauptkabelbaum, wie man hier sieht, aus diesem Stecker hier raus. Das ist ja der schwarze, dicke Stecker vom Hauptkabelbaum. Da kommt das Kabel raus und geht in diese Richtung, also zum Scheinwerfer. Diese Richtung wäre der Scheinwerfer. Ja, da wird es irgendwo verbunden mit dem anderen blauen Kabel und kommt dann hier zurück und geht hier in das Kabel rein, geht vorne zur Schaltereinheit, weil das blaue Kabel wird ja gebraucht, sozusagen als Versorgung über den Schalter, um aus dem Abblendlicht ein Fernlicht zu machen, letztendlich. Ja. Wir brauchen es im Kabelbaum, weil wir das Fernlichtsignal ja auch im Tacho anzeigen wollen oder müssen. Das heißt, hier geht es letztendlich zum Fernlichtbändchen und hier kommt es vom Schalter. Und ja, deshalb sind hier zwei blaue Kabel. Einmal, um das Fernlicht zu versorgen und einmal, um das Bändchen zu versorgen. Und hier vorne müssen die dann halt, oder irgendwo müssen die halt gebrückt werden. Und wenn man das nicht irgendwo brücken würde, würde dann halt das Fernlichtbändchen im Tacho, welches hier seinen Saft über diese Leitung auf diesen Stecker kriegt, würde dann halt nicht leuchten. Das wäre natürlich auch irgendwie schade. Ja, ich mache jetzt Folgendes. Ich bringe jetzt außer den beiden Blinkerkabel, die biege ich jetzt mal weg, bringe ich jetzt erstmal alle Kabel auf gleiche Länge. Das war ziemlich schräg abgeschnitten. Okay, es ist halt ein bisschen eklig auch, dieses verpappte Zeug da jetzt zu restaurieren, aber ich kann es nicht ändern, ich muss es halt tun. Ja, was haben wir hier noch an Grausamkeiten? Wir haben hier diesen Stecker, der kommt dann irgendwann hier dran. Wir haben diesen Stecker, der kommt dann irgendwann hier dran, der ist aber noch ganz gut. So. Und das ist die der Sicherungskasten oben am Lenker. Ihr erinnert euch. Hänge ich erstmal weg und dann bleibt nicht mehr viel. Das ist die Hupe. Habe ich ja schon gesagt, der Gegenstecker passt. Und dann haben wir hier noch ein paar Sachen, die noch drum rumhängen. Dieser braune Anschluss ist der Bremslichtschalter. Das heißt, das wird zu verheiraten sein mit meinem Bremslichtschalter hier, mit dem hydraulischen. Das ist dann soweit klar. Das sind die beiden Orange und Hellblau. Das sind die beiden Blinker für hinten. Die sind mit Orange und Hellblau von vorne zu verheiraten. Und da haben wir nochmal zwei dicke Masseleitungen, grün. Ja, was ich damit mache, überlege ich mir dann auch noch. Aber Masse ist halt Masse, kann man immer gut brauchen. Ja, also damit ist im Prinzip alles soweit. Klar, was es macht und wo es hin muss. Es muss nur noch passen. Ich bringe das mal gerade nach Hause, weil irgendwann muss es da ja sowieso hin. Nee. Da die Schrauben hier unten drunter sowieso unsichtbar sind, nehme ich erstmal irgendwas Schönes von mir. Ein paar schöne Edelstahlschräubchen mit einem schönen Imbusskopf. Erstmal egal. Hauptsache fest. Und so edelfest waren die sowieso noch nie. So. Genau. Das Problem ist der Deckel, weil da sieht man ja alles. Wenn ich es nicht runtergeschmissen hätte, kann ich es euch sogar zeigen. Aber eine habe ich noch. Eine habe ich noch. Schöne schwarze kombinierte
Schlitzkreuzschlitzschraube. Guck mal, das sieht hübsch aus. Die andere muss ich jetzt wieder unter der Hebebühne suchen. So ist das Leben. So, wo die Originalschrauben sind, weiß ich mal wieder nicht mehr. Aber schöner als die werden sie nicht gewesen sein, gehe ich mal von aus. Weil die sind wirklich hübsch. Kreuzschlitz oder ja, angedeutet, passt zum Look. Gut, dann hätten wir das im Prinzip dann auch irgendwann. Aber eigentlich war ich ja woanders. Die ganze Geschichte mit den Suchen nach den Kontakten entsprang der Frage, wo man das Standlicht anschließen sollte. Man kann es natürlich einfach an geschalteten 12 Volt anschließen, wie es halt meistens so der Fall ist. Aber man könnte es ja auch wirklich mit dem Parklicht verheiraten, also mit dem, was hier als P steht. Und ich will mich gerade mal für ein paar Minuten damit beschäftigen, ob das geht, ob das vielleicht vorgesehen ist, ob das vielleicht sowieso schon so ist. Weil eigentlich sind alle Strippen, die man hier so sieht, schon zugeordnet und klar, wo sie hin müssen, was sie machen. Und ein Parklicht ist mir dabei jetzt nicht begegnet. Beziehungsweise ich habe es noch nicht gefunden. Das Zündschloss scheint es ja zu supporten hier mit diesem dicken Stecker. 5 Pins, 5 Leitungen. Ja, was macht so ein Zündschloss von so einem alten Motorrad, welches im Prinzip 3 Stellungen hat. Einmal off und bei off gibt es logischerweise keinen geschlossenen Kontakt. Bei on gibt es einen dicken geschlossenen Kontakt. So wie man sich es vorstellt, das ist der Hauptzündkreis. Auf P gibt es auch einen geschlossenen Kontakt. Ein ja, kleiner Kontakt mit einem etwas dünneren Kabel. Und gleichzeitig, wenn ich auf on schalte, gibt es noch einen geschlossenen Kontakt, der allerdings frei ist von jeglicher sonstigen ja, Hauptstrom, Zündungs- oder sonstige Verdrahtung erstmal, sondern da wird einfach nur ein übriger zusätzlicher Schalter geschlossen, ein zusätzlicher Schaltkontakt, der für irgendwas verwendet werden kann, was der Motorradhersteller halt dafür vorsieht. Also, ich zeige euch das jetzt mal am Stecker. Gemessen habe ich es nämlich schon. Hier ist nämlich das Ohmmeter. Das sind also die Pins des Zündschlosses von hinten für die Farben. Kann Honda nichts, das ist so im Zündschloss vorgegeben. Ich denke mal, dass das einfach nur ein Zukaufteil ist. Also wir haben hier einen dicken roten Kabel. Dieses einen dicken roten Kabel. Ein dickes rotes Kabel natürlich. Mann! Und dieses dicke rote Kabel ist, glaube ich, auch mit Battery gekennzeichnet im Schaltplan und geht hier in die Mitte auf dieser Kontaktreihe. Und wenn man jetzt auf On schaltet, also die Zündung, die richtige Zündung einschaltet, wird dieser dicke Kontakt mit dieser dicken schwarzen Leitung verbunden. Das heißt, hier gibt es eine Verbindung zwischen diesen beiden. Das heißt, das Batterie-Plus wird hier auf diese dicke schwarze Leitung durchgeschaltet. So. Wenn man auf Off schaltet, passiert gar nichts. Erwartungsgemäß ist überhaupt kein Kontakt geschlossen. Ja, wenn ich jetzt auf P schalte, wird diese dicke Batterieleitung auf diesen braunen Leitung, auf diese braune Leitung geschaltet. Ja, damit, mit dieser braunen Leitung, könnte man dann zum Beispiel eine Parkleuchte ansteuern. Der Hauptzündkreis bleibt dabei aus, der wird ja hier geschaltet. Also P-Stellung gibt quasi das Plus, was hier von der Batterie kommt, auf diesen Pin. Ja, und bei On-Stellung, also wenn die richtige Zündung an ist, werden hier diese beiden anderen braunen Leitungen, die hier hinten noch sitzen, die etwas dünner sind, die werden auch einfach miteinander verbunden. Ja. Damit kann dann der Hersteller oder der Vertrater irgendwas noch zusätzlich anstellen, was er halt möchte. Noch ein zusätzlicher, einfacher Schaltkontakt, der verbindet in On-Stellung und trennt in Off-Stellung. Das ist alles, deshalb sind das 5 Pins. Ein Umschalter zwischen hier und ein Einschalter, der noch zusätzlich optional da hinten dran sitzt. Jetzt wissen wir das endlich. Ja, unten sind dann Messerkontakte. Das ist halt die Frage, die sie stellt, was Honda in diesem Motorrad vertratungstechnisch mit dieser braunen Leitung, die ja P, also Parkspannung schaltet, gemacht hat. Ob sie überhaupt benutzt hat in irgendeiner Form. Ja, dann schauen wir mal auf den Gegenstecker. Die dicke rote Leitung ist als dicke rote Leitung weitergeführt, da kommt Batterie Plus, dann sehen wir rechts davon die dicke schwarze Leitung, also der geschaltete Zündungsplus, damit schalten wir das Motorrad an. Und dann ist tatsächlich diese braune Leitung, hier diese ist das als braune Leitung weitergeführt, irgendwie in den Kabelbaum.
Ja, ich habe mich vorhin geirrt. Braun ist nicht das Bremslicht, braun ist das Rücklicht. Und ich habe festgestellt, braun, diese Leitung, bekommt Strom, wenn der Zündschlüssel auf P steht, auf Parken. Das heißt, wenn ich auf P schalte, wird das Hauptplus, wie man deutlich hört, am Piepsen des Ohmmeters und zeigt auch 0 an, auf diese braune Leitung geschaltet. Das Rücklicht leuchtet und deshalb werde ich an dieser braunen Leitung, wo sie schon mal hier ist, das Standlicht anschalten. Ja, und das Bremslicht ist grün-gelb. Eigentlich weiß ich das ja. Ich habe es ja schon vorbereitet. Und wie cool ist das? Auch hier ist es braun. Das ist der neue Scheinwerferstecker. Krimp-Video anschauen. Jetzt ist die Garantie erloschen. Aber das wäre sie in 2 Jahren sowieso. Und so lange brauche ich eh noch. Ich konnte förmlich spüren, wie der Thomas eben zusammengezuckt ist. Manchmal muss auch ich eine Krimpung nachlöten. Ja, das ist der neue Scheinwerferstecker. Zack. Hier wird die Masseverbindung gemacht. Nein, hier wird die blaue Verbindung gemacht. Die Verbindung zwischen diesen beiden blauen Drähten wird hier hinten gemacht. Und da kommt das Ab, der fährt das Fernlichtkabel noch dazu. Ups, der ist rausgerutscht, der ist noch nicht ganz drin. Das sehe ich gerade, okay. Dann hier die Masseverbindung zwischen den beiden grünen wird hier hinten gemacht. Der ist gerade rausgerutscht. Und hier die braune Leitung, die geht auf diesen Pin drauf. Die hat auch entsprechend Gegendings. Und das ist jetzt der weiße hier und der rote hier. Leider keine gleichen Farben, aber so ist es dann halt. Und hier muss ich den Pin noch reindrücken. Der ist leider zurückgefahren. An dieser Stelle, das kann passieren, wenn der Schnapshaken nicht richtig reinschnappst. Hier habe ich zusätzlich gelötet, wie man es deutlich sieht, weil die beiden Kabel zum Krimpen zu groß waren. Die Krimpung hätte das zerstört, deshalb habe ich, wo ich 2 Kabel reingemacht habe, gelötet statt gekrimmt. Das kann man zusammendrücken und jetzt bleibt es hoffentlich auch. So müsste es funktionieren. Ja, und ich wollte den Scheinwerfer komplett in einem Set steckbar haben, was ja somit passiert ist. Deshalb habe ich hier noch einen kleinen Ausbruch gemacht mit diesem Einfachstecker für das Standlicht. Und das Gegenstück habe ich hier angebracht. So, genau. Das ist das Gegenstück und ja. Eigentlich wollte ich am Ende dieses Videos den Scheinwerfer zu haben, alle Leitungen verlegt und alles verstaut. Aber zu viele Interrupts in der vergangenen Woche und am Wochenende, zu viele andere Baustellen, zu viele andere, ja, ich will nicht sagen Probleme, einfach andere Arbeit privater Natur, die halt auch gemacht werden muss. Dinge, um die man sich kümmern muss und so weiter und so fort. Deshalb war diese Woche nicht so, ja, schrauberintensiv für mich. Ich hätte gerne alles fertig bekommen, aber hat halt nicht geklappt. Aber so ist es nun mal. Deshalb sage ich, hab trotzdem Spaß bei dem Video. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig, Strippen ziehen, aber muss halt auch gemacht werden. Vielleicht war es für den einen oder anderen interessant. Bis demnächst bei Sams Channel.